Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Rubrik, nämlich den EM-Quickies. Hier werden wir in den nächsten Tagen und Wochen alle Daten und Fakten rund um die Europameisterschaft 2016 in Frankreich sammeln, werden jeden Spieltag einzeln durchgehen, die einzelnen Spiele analysieren, die Spieler vorstellen, die Aufstellung und natürlich werden wir auch jeweils eine Prognose abgeben. Am Freitag geht es jetzt endlich los, um 21 Uhr im Stade de France ist Anpfiff. Schiedsrichter der Partie wird Viktor Kasai aus Ungarn sein. Ein sehr erfahrener Schiedsrichter, der, denke ich mal, dem Anlass auch angemessen ist. Die Franzosen starten gegen Rumänien ins Turnier. Jeder erwartet natürlich von den Franzosen einen Sieg. In der Gruppe A treffen sie außerdem noch auf die Schweiz und Albanien. Franzosen sind großer Favorit in ihrer Gruppe, müssen quasi mit 9 Punkten durch und als Gruppenerster sich durchsetzen. Dieser Druck ist natürlich eine Chance für die rumänische Mannschaft, die sich sehr defensiv aufstellen wird, in der Qualifikation nur 2 Gegentore kassiert hat, deswegen wahrscheinlich auch im gesamten Turnier ihre Mannschaft sehr defensiv aufstellen wird. Schauen wir uns mal die Aufstellung der Franzosen an. Im Tor ist natürlich Hugo Lloris gesetzt. In der Innenverteidigung mussten die Franzosen ein paar verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen. Zum Beispiel Varane von Real Madrid hat sich vor dem Champions-League-Finale verletzt. Auch Mathieu vom FC Barcelona, der die ganze Saison über schon sehr verletzungsanfällig war, wird bei den Franzosen fehlen. Deswegen spielt Rami neben Koscielny in der Innenverteidigung. Die Außenpositionen werden von Evra und Sanja besetzt, 2 international erfahrene Spieler, Evra bei Juventus Turin unter Vertrag, Sanja bei Man City. Im Mittelfeld gibt es erstmal eine Dreierreihe, wobei Conte von ihnen wahrscheinlich am defensivsten spielen wird. Conte hat ein bisschen seine Durchbruchssaison bei Leicester City gehabt, mit ihnen Meister geworden, ein sehr zweikampfstarker Spieler. Die meisten abgelaufenen Bälle in der Premier League hat sich Conte erspielt in dieser Saison. Vor ihm wird Matuidi quasi den Achter geben, erst so ein bisschen der Übergang von Offensive und Defensive im französischen Spiel. Pogba wird das Ganze wahrscheinlich noch etwas offensiver auslegen und häufiger mal auf die Zehnerposition gehen. Pogba, denke ich mal, ein Spieler, den man sehr genau beachten muss. Er wird wahrscheinlich ein Spieler des Turniers sein, je nachdem wie die Franzosen kommen. Mit ihm steht und fällt ein bisschen das französische Spiel, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass in der Offensive mit Griezmann momentan auch einer der besten Außenstürmer bzw. hängenden Spitzen im europäischen Fußball auch noch in der französischen Nationalmannschaft spielt. Gerade frisch das Champions-League-Finale mit Atletico Madrid verloren, ein bisschen eine unglückliche Figur im Champions-League-Finale gewesen, als ein Elfmeter verschoss. Aber dennoch natürlich ein überragender Spieler. Man muss ihm auch lassen, im Elfmeterschießen an sich hat er dann auch nochmal einen Elfmeter verwandelt und ist überhaupt nochmal angetreten. Das drückt ja doch eine gewisse Größe aus. Da muss man ihn wirklich sehr loben für. Auf der Rechtsaußenposition habe ich lange überlegt, ob ich Coman oder eben Payet setze. Coman ist noch relativ jung, er hat seine Leistungsschwankungen, wir kennen ihn aus der Bundesliga vom FC Bayern, deswegen habe ich Payet einfach mal mit ins Spiel genommen, weil er eben auch eine unglaubliche Qualität bei den Freistößen mitbringt. Wenn es für die Franzosen nicht laufen sollte, ich denke mal, die Rumänen werden sich sehr tief hinten reinstellen, es wird immer mal wieder Freistöße rund um den 16er geben, je nachdem wie die Rumänen sich im Zweikampf verhalten. Das ist immer wieder eine Waffe. Man hat vorne mit Giroud in Mittelstürmerposition einen kopfballstarken Spieler. Falls es lange 0-0 stehen sollte, können die Franzosen natürlich von der Bank auch noch Gignac als zweiten kopfballstarken Spieler bringen. Gignac allerdings nicht auf allerhöchstem Niveau momentan unterwegs. Er ist nach Mexiko gewechselt. Also, deswegen ist Giroud auch in Mittelstürmerposition gesetzt. Je länger es 0-0 steht, je besser für die Rumänen, wie gesagt. Und irgendwann wird dann sicherlich auch die Freistoßqualität von Payet zum Einsatz kommen. Das wäre meine erste Elf für die Franzosen. Von der Bank, wie gesagt, die Außen können nochmal neu besetzt werden. Generell muss man sagen, Griezmann und Payet sind dort sehr flexibel. Von der Bank können da noch Martial, Coman kommen. Gignac, wie gesagt, für die Mittelstürmerposition. Und Caballé und Sissoko wären dann eher Option nochmal, um neuen Schwung durch das zentrale Mittelfeld zu bringen. Das wäre meine Aufstellung für die Franzosen. Natürlich sitzen noch mehr Spieler auf der Bank, allerdings wären das quasi meine ersten Varianten für eine Einwechslung. Kommen wir zur Aufstellung der Rumänen. Dort wird es natürlich ein sehr defensives System geben. Die Rumänen spielen im 4-2-3-1, allerdings muss man natürlich die Außen quasi auch noch mit zurückziehen. Es wird häufig gedoppelt, die Außenspieler Griezmann und Payet werden es nicht leicht haben. Viele Räume wird es nicht geben, deswegen glaube ich eben auch, dass Payet so wichtig ist mit seinen sehr guten Freistößen. Das kann spielentscheidend werden. So, bei den Rumänen im Tor wird Tatarusanu stehen. Die Innenverteidigung bilden Chiriches und Grigore. Auf den Außenpositionen ist links der sehr erfahrene Rad gesetzt und auf der Rechtsverteidigerposition Sapunaru. Die sehr defensive Doppel-6 bilden Hoban und Pintili.
Das haben sie auch in der Qualifikation sehr häufig gemacht. Und wie gesagt, diese quasi Sechserreihe, die häufig auch mal zur Fünferkette wird und dann wirklich nur ein Sechser dort spielt, das ist unglaublich schwer, dort durchzukommen. Das haben einige Mannschaften in der Qualifikation erfahren. 10 Spiele hatten die Rumänen dort, nur 2 Gegentore kassiert. Das war der absolute Bestwert in der Qualifikation. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Und vor allem natürlich auch noch der psychologische Druck, der auf der französischen Mannschaft lastet. Das erste Spiel bei der Heim-Europameisterschaft ist nie leicht. Die Deutschen 2006 wissen davon auch noch ein Lied zu singen, wobei sie das ja damals mit einem souveränen 4:2 gemeistert hatten. Kommen wir zurück zur Aufstellung der Rumänen, denn die Dreierkette in Anführungszeichen offensiv, die hat es dann nicht wirklich in sich, wenn man sich die Leistungsdaten dort auch anschaut. 2 Spieler von Steaua Bukarest sind dabei, Stankiu und Popa sind eingespielt, allerdings werden sie natürlich in erster Linie dafür sorgen, dass es defensiv funktioniert. Sie werden den Gegner in der eigenen Hälfte anlaufen, frühes Pressing wird es von den Rumänen nicht geben, sie erwarten die Franzosen, denke ich mal, in der eigenen Hälfte. Auf links setzen die Rumänen etwas merkwürdigerweise auf Stanku, der eigentlich ein Mittelstürmer ist. Er spielt das auch meistens im Verein, allerdings in den letzten Freundschaftsspielen war er meistens von Beginn an eben die Linksaußenposition, die er dort bekleidet hat, deswegen glaube ich, dass er auch zum Auftakt dort beginnen wird. In der Mittelstürmerposition haben die Rumänen einige Varianten. Ich habe mich jetzt mal für Keserü entschieden. Er hat auch in den letzten Freundschaftsspielen von Beginn an gespielt. Andone kam dort auch mal zum Einsatz, hat dort auch getroffen. Allerdings kam Keserü zum Beispiel von der Bank und hat ebenfalls getroffen. Ich denke mal, dass Keserü nochmal die etwas höhere Qualität mitbringt. Sollten die Franzosen relativ früh in Führung gehen und die Rumänen hinten raus noch die Chance haben, einen Punkt mitzunehmen, könnte man natürlich auch noch etwas offensiver von der Bank wechseln. Dann wäre Popa wahrscheinlich ein Auswechselkandidat, Torje könnte dort nämlich spielen. Brepelita könnte im zentralen Mittelfeld zum Beispiel noch einen Sechser ersetzen, ansonsten wäre Cipciu eben auch noch einer, der den zweiten Stürmerposten übernehmen könnte, falls die Rumänen tatsächlich in die Lage kommen, nochmal etwas offensiver zu spielen. Wie schon gesagt, für die Franzosen wird das Spiel nicht einfach. Viele Leute glauben natürlich an einen klaren Sieg. Ich habe schon 3, 4, 5-0 Tipps gehört in meinem Umfeld. Meiner Meinung nach wird es ein schwieriges Spiel. Die Franzosen werden kein Feuerwerk zünden. Dafür fehlen ihnen, denke ich mal, auch gerade in der Mittelstürmerposition fehlt ihnen dort der echte Kracher. Giroud ist ein international sehr guter Spieler bei Arsenal unter Vertrag. Allerdings glaube ich, dass er so ein bisschen die Problemstelle ist. Benzema wäre natürlich nochmal international ein ganz anderes Kaliber. Das ist so ein bisschen die Schwachstelle der Franzosen. Mein Tipp für das Spiel ist, dass es 2:0 ausgehen wird. Und jetzt, wo ich Giroud so schlecht gemacht habe, würde ich sagen, dass er auf jeden Fall ein Tor erzielt, und zwar per Kopf. Payet wird eine Eckball reintreten oder einen Freistoß und Giroud wird vollenden. Und relativ spät im Spiel, würde ich sagen, wird Griezmann den Deckel drauf machen nach einem Konter mit dem 2:0. Allerdings ein Spiel, wie gesagt, das nicht unbedingt schön und ansehnlich werden wird. Die Rumänen werden mit Kisserü wahrscheinlich als erstem Spieler schon im eigenen Mittelkreis den Gegner angreifen und die Räume hinten sehr eng machen. Also, das werden wir relativ häufig bei der Europameisterschaft erleben, dass die Mannschaften sich so verhalten werden. So, das waren quasi die EM-Quickies. Wir haben jetzt mal alle Daten zum Spiel gesammelt, meine Prognose, meine Meinung mit reingenommen. Wenn ihr natürlich nochmal mehr Informationen zu den Mannschaften haben wollt, zu jedem einzelnen Spieler, die Leistungsdaten, wo er spielt, wie viele Tore er gemacht hat in dieser Saison und generell meine Einschätzung zur Mannschaft, dann könnt ihr euch natürlich auch nochmal die Vorstellung der einzelnen Teams anschauen. Ich habe das unten in den Videoinformationen nochmal verlinkt. Dort findet ihr dann nämlich den kompletten Kader der Franzosen und der Rumänen mit der Einschätzung der jeweiligen Kader, der Vorstellung der Trainer, und da gibt es natürlich auch nochmal die komplette EM-Qualifikation. Also, wer sich nochmal genau informieren will, kann natürlich auch dort reinschauen. Ich freue mich sehr auf die Europameisterschaft. Ich hoffe, ihr seid sowohl bei den EM-Quickies dabei, als auch bei der Europameisterschaft. Schaut euch fleißig alles an. Ich freue mich sehr drauf. Es wird bestimmt ein tolles Turnier. Allerdings meine Meinung noch zum Ende, 24 Teams sind leider etwas zu viel. Ich denke mal, wie gesagt, dass uns sehr viele Spiele begegnen werden, wo es eben den großen Favoriten gibt, wie jetzt Frankreich und der Außenseiter Rumänien. So, und damit verabschiede ich mich. Dankeschön fürs Schauen. Ich hoffe, ihr schaut die nächsten Tage und Wochen fleißig mal bei den EM-Quickies rein. Gerne auch mit Kommentaren. Freue mich, wenn ihr da dabei seid, und auf eine richtig geile EM.